Manchmal kommt es anders und zweitens, als man denkt. So könnte man auch mit wenigen Worten die jüngste Stadtratssitzung zusammenfassen. Wo man lange Diskussionen erwartete, gab es nicht einmal heiße Luft. Dafür großartiges Hin und Her, wo man es nicht vermuten musste. Durch der Reihe nach. Den ersten Paukenschlag gab es bereits beim Punkt 2 der Bestätigung der Tagesordnung. Wochenlang war in Öffentlichkeit und Presse über den Antrag der Fraktionen CDU-BFM, FDP und Bündnis 90 Grüne zur Suchschachtung nach den Fundamenten der Ulrichskirche diskutiert worden. Alle erwarteten eine große Redeschlacht. Vom Kuratorium Ulrichskirche wurde schon spekuliert, wie die Abstimmung ausgehen könnte, mit satter Mehrheit für die Suchschachtung. Doch es kam ganz anders. Da das Kuratorium für 2014 von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz einen abschlägigen Bescheid für Fördermittel bekam, zog Wigbert Schwenke, CDU, im Namen der drei antragstellenden Fraktionen den Antrag zurück. Er verband dies mit der Hoffnung auf eine sachliche Diskussion in der Zukunft. Denn endgültig vom Tisch ist der Antrag damit nicht. Das Anliegen soll zu einem späteren Zeitpunkt weiterverfolgt werden. Flott in der Tagesordnung ging es weiter. Nach den Geburtstagsgrüßen für Monika Zimmer, Linke, kam es zu diversen einstimmigen Beschlüssen wie dem zur Umbenennung des Stadtteiltreffs Neustadter See in Oase. Deren geplante Eröffnung am 14. Mai kommentierte der Oberbürgermeister mit den bedeutungsvollen Worten rechtzeitig vor der Wahl. Im Bereich Pappelallee Große Weinhofstraße wurde bei zwei Gegenstimmen von Future der Weg freigemacht, damit die MWG dort Wohnungen bauen kann. Und einstimmig wurde die Aufstellung eines einfachen Bebauungsplanes für das ehemalige Milchhofgelände an der Ebendorfer Chaussee 70 beschlossen. Damit soll verhindert werden, dass sich dort zentrumsrelevanter Einzelhandel ansiedelt. Da das Grundstück direkt neben der Endschleife der Straßenbahnlinie 1 liegt, könnte sich der Berichterstatter dort auch eine verkehrliche Anlage vorstellen, zum Beispiel ein Betriebshof der MVB. Die letzte Verwaltungsvorlage mit dem an sich ungefährlichen Namen Zusammenfassung der Ergebnisse der Verkehrsuntersuchungen Süd-Südost für die Stadtteile Leipziger Straße, Hopfengarten, Salbke und Westerhüsen hatte es dann in sich. Seit Jahren wird darüber diskutiert und vor allem die Bewohner des Hopfengartens treten immer wieder an die Öffentlichkeit. Jüngster Anlass war der Transport eines übergroßen Bauteils mitten durch ihr Wohngebiet. 5 Änderungsanträge aus fast allen Fraktionen und vom Ortschaftsrat Beyendorf-Sohlen, ein Novum, waren Ausdruck der Unzufriedenheit der Stadträte mit der Verwaltungsvorlage. Einer der Anträge von CDU, BFM, SPD und FDP führte allein 14 Punkte auf. Eingedenk der Tatsache, dass sich das alles kaum im großen Plenum diskutieren lässt, kam der letzte Antrag von CDU, BFM und SPD quasi über Nacht dazu, der da lautete: Rücküberweisung der Vorlage in die Verwaltung. Da dies ein Geschäftsordnungsantrag ist, kam nur der zur Diskussion. Hans-Jörg Schuster, FDP und Wolfgang Wenelt, Bündnis 90, bekundeten sogleich ihre Unterstützung für dieses Ansinnen. Da der OB erklärte, dass es eine Rücküberweisung in die Verwaltung gar nicht gäbe, änderte die SPD dies ab in Rücküberweisung in den Bauausschuss. Der OB forderte, dass der Ausschuss dann aber auch sagen solle, was die Verwaltung nun konkret tun solle. Das beantwortete Frank Schuster, CDU, mit dem einfachen Satz: Die Verwaltung solle alle Änderungsanträge berücksichtigen. Dem schlossen sich dann auch die Linken mit den Worten von Frank Theile an, der in dem Zusammenhang auch forderte, den Beschluss vom Februar zum Bau einer Werkstraße für Skat Innercon durch die Kleingartenanlagen wieder aufzuheben. Die Proteste der Kleingärtner im Hinterkopf. Das brachte den Wirtschaftsbeigeordneten Rainer Nitsche auf den Plan, der darum bat, beim alten Beschluss zu bleiben. Professor Jürgen Tietke, Ortschaftsrat in Beyendorf-Sohlen, erinnerte noch einmal an den Änderungsantrag seines Gremiums, alle verkehrlichen Maßnahmen auch immer unter dem Aspekt zu sehen, den Verkehr durch das Doppeldorf nicht zu vermehren, sondern zu mindern. Letztlich einigte sich der Stadtrat mit übergroßer Mehrheit bei einer Gegenstimme und 2 Enthaltungen darauf, die ganze Vorlage mit allen Änderungsanträgen in den Bauausschuss zurückzuüberweisen. Dem OB sitzt dabei die Zeit im Nacken, denn er bat darum, dass das Thema in der Aprilsitzung des Stadtrates wieder auf die Tagesordnung kommt. Es gilt ja noch, Pluspunkte vor der Kommunalwahl im Mai zu sammeln. Dennoch bekamen wir die beiden Kontrahenten, die letztlich die Rücküberweisung beantragten und durchsetzten, gemeinsam vor die Kamera, denn das Thema betrifft ja alle.
Wir reden ja nun seit über 10 Jahren über ein Verkehrskonzept Südost. Das ist ja immer mal wieder im Stadtrat. Getan hat sich bisher nichts. Woran liegt das eigentlich? Wie soll es überhaupt weitergehen? Wie soll es überhaupt mal anfangen? Wer möchte anfangen? Ja. Seit 10 Jahren ist das Thema. Ja, das ist natürlich, sagen wir mal, wirklich wahr. Wir haben, denke ich mal, so Zwischenerfolge gehabt, in Anführungsstriche. Wir haben hier im Stadtrat beschlossen, eine Umgehungsstraße Bukau. Und wir haben auch beschlossen, dass es eine Umgehungsstraße dort oben geben soll, in Süd-Südost. Die sogenannte Entlastungsstraße. Diese sogenannte Entlastungsstraße. Aber es hapert an der Umsetzung, sicher auch, sagen wir mal, an der Finanzierbarkeit, was auch ein großer Punkt ist. Und wir rennen irgendwie auch der Entwicklung, der baulichen Entwicklung dort oben immer hinterher. Und das ist eigentlich traurig. Da haben wir ja schon so eine Teilerfolge, Teilbeschlüsse, was jetzt zum Beispiel die Werkstraße für Skater betrifft, für die diese Transporte, damit die nicht durchs Wohngebiet gehen müssen. Aber das wird auch immer so wieder weiter diskutiert. Der Beschluss ist hier fest, aber so richtig los geht es wahrscheinlich auch nicht. Das mag daran liegen, dass die Sinnhaftigkeit der Werkstraße durchaus noch offen ist. Ja. Denn wenn es wirklich um 3-4 Transporte in der Woche geht, dann ist die große Frage, ob dann die Werkstraße als reine Werkstraße sinnvoll ist. Da habe ich große Zweifel. Ich denke, da muss dann auch mal im Bereich von Skate drüber nachgedacht werden, ob nicht eine Entlastungsstraße, die allen Gewerbe- und Industriegebieten dient, nicht in der Vorzug zu geben ist. Das heißt, ob die Herrschaften bei Skate vielleicht drüber nachdenken, andere Gebiete ihrer Industrieanlage doch mit zu erschließen mit einer Werkstraße, die dann perspektivisch für alle Bürger nutzbar sein wird. Das ist eine Zielsetzung, die halte ich für sehr sinnvoll. Aber Ihre erste Frage war ja auch noch, warum zieht sich das so lange hin? Da gibt es viele, viele Gründe, unter anderem, dass es bestimmte Vorstellungen vielleicht auch in der Stadtverwaltung gibt, wie die Stadt zu entwickeln ist, gerade im Südosten. Da ging man leider von der Stagnation aus, was nicht richtig ist. Wir haben da eine Gewerbeentwicklung und wir haben in allen diesen Bereichen eine bauliche Entwicklung, die sich zu unterstützen lohnt. Wenn man dann keine begleitenden Maßnahmen macht oder sagt, wir können das so ruhig liegen lassen und mit ein paar Straßenbahnhaltestellen und Park- und Ride-Plätzen ist alles getan, dann reicht das eben nicht aus. Fakt ist, dass das Untersuchungsgebiet viel zu klein war, das haben wir im Stadtrat mehrfach moniert. Die Werkstraße war mal einstimmig beschlossen worden, dann ist sie angeblich nicht notwendig gewesen. Viele Maßnahmen waren angeblich nicht notwendig, wie die Faulmannstraße, die wir jetzt auch unterstützt haben. Und da stellen wir fest, wir haben eine teure Untersuchung. Sie ist aber letztlich zu kurz und die Maßnahmen, die daraus getroffen werden, die jetzt in der Vorlage drin standen, die haben alle wir im Stadtrat erarbeitet und hier beschlossen. Dazu hätte es keine Untersuchung bedurft. Nun gibt es ja auch einen sehr umfangreichen Änderungsantrag, der auch der Grund dafür ist, dass es jetzt nochmal in die Ausschüsse zurückgeht, weil man das einfach alles gar nicht im Stadtrat einzeln ausdiskutieren kann. Ihr wollt ja da auch jetzt die Leipziger Chaussee mit einbeziehen. Inwiefern? Ja, also die Leipziger Chaussee, ich möchte hier mal einen Bürger zitieren, der gesagt hat, das ist jetzt ein langer Parkplatz geworden durch die Ampelschaltung, durch die Vorrangschaltung sicher auch für die Straßenbahn, aber die Ampelschaltung, denke ich, ist das Hauptproblem, nicht die Straßenbahn selber. Das heißt, wir haben uns Staus selber produziert, die Leute fahren wieder durch die Siedlung durch, um in Richtung Stadtautobahn zu kommen. Das ist genau das, was eigentlich vermieden werden sollte. Zu der Werkstraße möchte ich vielleicht doch, da bin ich ein bisschen mit Herrn Rohrsen, sag mal konträr, ich halte sie doch schon für wichtig, jetzt auch zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Und einer unserer gemeinsamen Anträge, die wir da in so einem großen Paket zusammengefasst haben, ist dann eine Verkehrsberuhigung da oben in dem Wohngebiet Gustav-Rickert-Straße am Hopfengarten. Das funktioniert nur mit Werkstraße. Wird die Werkstraße abgelehnt, bin ich jetzt mal ein bisschen ketzerisch, so wie es Herr Theile heute hier in der Stadtratssitzung gefordert hat, dass sie also nicht notwendig wäre. Der nächste Bürger, der sich beschwert, oder wenn die Lichtraumprofile der Straße nicht mehr reichen, es war jetzt auf 40 Zentimeter rangekommen, dann wird die Stadtverwaltung sagen, der Stadtrat hat es nicht gewollt. Das heißt, jede Beschwerde eines Bürgers oder wenn die Industrietransporte von Skate Enercon nicht mehr stattfinden können, fällt den Stadtrat auf die Füße. Und das sollte man dabei irgendwo auch mit berücksichtigen. Das heißt, also, es gibt also auch in den Ausschüssen doch in den nächsten Wochen, Monaten doch noch eine ganze Menge zu tun. Natürlich gibt es da noch viel Gesprächsbedarf, speziell auch zur Werkstraße, denn wir haben den Bürgern gegenüber auch eine Verantwortung. Solange der Bedarf nicht da ist zu einer reinen Werkstraße, wird die auch nicht unterstützt. Und die Werkstraße ist, und da sind wir uns wieder ganz sicher einig, nur ein kleiner Teil der Entlastungsstraße. Wir müssen deutlich mehr machen und dazu können die von der Werkstraße profitieren wollen,
auch einiges zu beitragen. Und das wollen wir einfordern, da wollen wir ins Gespräch kommen, um da eine Lösung für alle Bürger, perspektivisch für alle Bürger zu kommen. Richtig ist, im Moment ist sie sehr sinnvoll für die Werksverkehre, aber rein für die Werksverkehre ist sie zu teuer. Gut, ja, eine Anmerkung, ich denke, da sind wir aber auch beide konform. Es fehlt einfach das Gesamtkonzept Süd-Süd-Ost. Mit der Entlastungsstraße, mit der Trassenführung, da muss man noch mit der Deutschen Bahn sprechen. Da müssen Gleise aus meiner Sicht entwidmet werden. Da ist viel zu viel Flächen, die, sagen wir, brach liegen, wo man den Verkehr entflechten könnte. Man muss auch über eine dritte Elbquerung reden. Das sind alles Sachen, die Eidforderungen schon lange vor uns mal in der Perspektive drin haben. Und das vermissen wir in dieser Verkehrskonzeption. Das ist dann aber auch schon wieder Arbeit für den Stadtrat, der demnächst gewählt wird. Ja. Seid ihr, kandidiert beide wieder? Also ich kandidiere, ja. Ich kandidiere auch. Dann sehen wir uns vielleicht ein paar Monate zum selben Thema hier wieder. Ganz sicher. Übrigens auch noch etwas, was deutlich machen soll, dass wir nicht nur um den reinen Südosten reden. Mhm. Im Bereich des Technikmuseums ist auch ein Gewerbegebiet neu im Entstehen mit etwa 2000 Arbeitsplätzen. Derzeit gibt es jedenfalls keine gebrauchbare Straßenführung, um Zuliefer, aber auch um dort Werksverkehre sinnvoll zu gestalten. Wir hätten den Fermersleber Weg oder die Brennecke-Straße, die dann für Industrieverkehre möglicherweise gebraucht würde. Und die sind dafür beide nicht ausgelegt und werden es auch nicht sein können. Wir brauchen also eine Entlastungsstraße für die gesamte Entwicklung der Stadt. Kommen wir noch zu einigen Anträgen. Bei den Altanträgen, die als Wiedervorlage auf der Tagesordnung landeten, gab es nur bei einem größere Diskussionen. Die beiden Stadträte von Future, Mirko Stage und Oliver Wendenkampf, wollten Tempo 30 vor allen Schulen, Kindertagesstätten und Horten eingerichtet wissen, um die Sicherheit für Kinder und Jugendliche in Magdeburg zu verbessern. In seiner Stellungnahme hatte Beigeordneter Dieter Scheidemann ausgeführt, dass die Stadt von sich aus gar keine Verkehrsschilder aufstellen dürfe, da dafür die Straßenverkehrsbehörde im Landesverwaltungsamt zuständig sei. Auch Martin Rohrsen, SPD, bekräftigte, dass der Antrag nicht zulässig und zudem oberflächlich sei. Die Verwaltung tue schon sehr viel auf diesem Gebiet, der Antrag sei abzulehnen. Wigbert Schwenke, CDU, erinnerte daran, dass dieses Thema schon mehrfach im Rat diskutiert worden sei. Das Thema sei durch und der Antrag überflüssig. Dem widersprach Rosemarie Heim, Linke. In Berlin sei vor jeder Kita und jeder Schule eine 30er-Zone. Daher sei der Antrag überhaupt nicht überflüssig. Allein es nützte nichts. Bei 13 Stimmen für den Antrag und 6 Enthaltungen wurde der Antrag mehrheitlich abgelehnt. Ein Antrag von Bündnis 90, den Magdeburger Dom, ergänzt durch einen Antrag der Linken, ihn zusammen mit dem Kloster als Flächendenkmal auf die Welterbeliste zu setzen, wurde genauso in die Ausschüsse zur weiteren Beratung überwiesen wie ein gemeinsamer Antrag von Linke Tierschutzallianz und Bündnis 90 Grüne, zu einer Ausbildungskooperation mit dem offenen Kanal Magdeburg. Letzterer Antrag aber bei vielen Gegenstimmen aus den Reihen der CDU und der SPD. Zur Erinnerung, die Landesmedienanstalt hat dem OK die Mittel zur Ausbildung von Mediengestaltern Bild und Ton ab dem kommenden Ausbildungsjahr komplett gestrichen, was die Handlungsfähigkeit des offenen Kanals erheblich einschränkt. Große Diskussionen gab es auch zum Antrag der Fraktion Linke Tierschutzallianz, wie man den Bürgern ohne Internet die Informationen aus dem Stadtrat näher bringen kann. Der Antragsteller wollte den Antrag zur ausführlichen Diskussion eigentlich in die Ausschüsse verwiesen wissen, das wurde knapp abgelehnt. Also musste über den Antrag gleich im Rat beraten und abgestimmt werden. Josef Fassel, Tierschutzallianz, meinte, ein Amtsblatt sei der richtige Weg. Wolfgang Wendelt, Bündnis 90, schlug ebenfalls ein aufgewertetes Amtsblatt vor. Der OB konterte sogleich. Eine Papierversion sei doch unbezahlbar. Wer keine Zeitung oder kein Internet habe, dem sei nicht zu helfen. Diese Aussage fand Frank Theile, Linke, nicht gut. Manche könnten sich die 22,50 Euro pro Monat für die Volksstimme eben nicht leisten. Mirko Stage, Future, meinte, der OB solle Maßnahmen entwickeln, wie die Bürger ohne Internet informiert werden könnten. Dem widersprach Klaus Kutschmann, Bund für Magdeburg, und fragte, wer denn das lesen wolle. Reinhard Stern, CDU, stellte auch gleich der Stadtrats-TV in Frage, das recht wenig Zugriffe habe. Der OB schlug letztendlich vor, das Protokoll der Sitzung in den GWAs und Bürgerbüros zur Einsichtnahme auszulegen.